Hallo, ich bin Marita von tanzkörpertraining.de. Heute zeige ich dir eine kurze Yoga-Folge, mit der du dich durch sanfte Bewegung zur inneren Ruhe bringen kannst. Die Folge ist geeignet für Schwangere, du kannst sie aber auch genauso gut machen, wenn du nicht schwanger bist. Komm im Sitzen an. Liege locker einen Fuß vor den anderen. Gegebenenfalls setz dich ein bisschen höher, sodass die Knie lockerer nach außen und unten sinken können. Leg deine Hände auf die Knie oder auf die Oberschenkel und beginne ganz sanft auf deinen Sitzbeinknochen zu rollen und deine Achse schwingen zu lassen. Beginne nach vorn und hinten zu rollen, in deinem Tempo. Und nimm wahr, wie dadurch deine Wirbelsäule sich mal hüllt und mal rundet, in deinem Tempo. Wenn du magst, lass das Brustbein auch aktiv werden und in den Raum vor und hinter dir hinein sich räkeln. Du kannst das Brustbein auch kreisen lassen, zum Beispiel über rechts nach vorn und über links wieder nach hinten. Schau, ob der Atem sich mit der Bewegung verbindet, weil der Brustkorb mal weiter und mal enger wird. Und dann lass das allmählich wieder zur Ruhe kommen. Pendel dich ein in deine Achse. Eine der nächsten Einatmungen trägt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend lass die Hände an der Stirn vorbei bis aufs Brustbein sinken. Dreimal lass den Atem durch die Nase kommen und durch den geöffneten Mund wieder gehen. In deinem Tempo. Und dann lass die Hände wieder sinken. Bring die linke Hand einmal neben dir zum Boden. Der Ellbogen kann sich ablegen oder über dem Boden schweben. Schau, wie hoch oder tief der rechte Arm sein möchte, sodass du möglichst viel Weite spürst in deiner rechten Seite. Schaukel dort ein bisschen nach vorn und hinten mit der oberen Schulter. Atme tief in die rechte Seite hinein. Eine Ausatmung bringt beide Hände zum Boden. Und dann schaukel dich langsam in die Mitte, schieb dich mal von der rechten und mal von der linken Hand weg. Und schaukel dir so ganz langsam deinen Weg auf die andere Seite. Die rechte Hand kommt zum Boden. Auch hier atme zwei oder dreimal in die linke Seite hinein, schaukel mit der oberen Schulter nach vorn und hinten, wenn es sich gut anfühlt. Eine Einatmung trägt die linke Hand nach oben aus, atmet, lass sie sinken und komm in deine Achse zurück. Öffne das linke Bein diagonal nach außen und wende dich zu diesem Bein. In deinem Tempo lauf auf dem Ober- und Unterschenkel hinab, lass dein Gewicht da wirklich reinwirken, gib deinem Bein eine sanfte Massage. Und dann finde eine Höhe für deine rechte Hand, wo du sie auf der Außenseite des Fußes oder des Beins einhängen kannst. Das kann am Unterschenkel sein, aber auch am Fuß oder am Oberschenkel, je nachdem, was sich für dich stimmig anfühlt. Die linke Hand kommt neben dir zum Boden und dann lass dich hier dreimal gehoben werden von der Einatmung und lass dich wieder sinken mit der Ausatmung. Alle überflüssige Spannung schmilzt aus dem Rücken und aus der Rückseite der Beine. Danach deinen drei tiefen Atemzügen hier, bring die linke Hand nach vorn, die kann sich am Boden ablegen oder vielleicht auch mit dem Zeige- und Mittelfinger unter der Achillessehne einhängen. Das Knie kann dabei gebeugt sein. Die rechte Hand öffnet sich nach oben, vielleicht hängt sie auch über, finde deine Höhe und atme in die Weite der rechten Seite, auch hier ein paar Mal hinein. Finde das Räkelgefühl.
Eine Einatmung, trägt die Hand wieder nach oben, ausatmend, lass sie sinken. Die linke Hand findet das rechte Knie, die rechte kommt hinter dir zum Boden. Und 3 bis 5 Mal lass dich ausgedehnt und gehoben werden von der Einatmung und lass überflüssige Spannung wieder schmelzen mit der Ausatmung. Und dann öffne beide Beine. Die Knie können gebeugt sein. Auch hier kommen ein weiches Schaukeln von rechts nach links. Bring die Hände langsam nach vorn, lauf mit ihnen in diesem Schaukeln nach vorne in eine Vorbeuge. Stell die Hände etwas breiter am Boden ab und lass dich hier 3-mal gehoben werden von der Einatmung und ausatmend, lass den Oberkörper wieder nach vorn schmelzen. Jede Einatmung dehnt dich aus, vielleicht schiebst du auch die Fersen nach außen. Ausatmend, lass die Knie ein bisschen weicher werden und überflüssige Spannung schmelzen. Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt beginne dich wieder nach oben zurück zu schaukeln. Lauf mit den Händen nach hinten und wechsel die Seite. Das linke Bein kommt zu dir, das rechte bleibt ausgestreckt. Wende dich über dieses lange rechte Bein und lauf auch dort hinunter, massiere den Oberschenkel und den Unterschenkel ganz bewusst. Und dann finde eine Höhe für deine linke Hand. Das kann am Fuß, an der Außenseite sein oder am Unter- oder Oberschenkel. Die rechte Hand kommt neben dir zum Boden und auch hier lass dich ein paar Mal ausgedehnt und gehoben werden von der Einatmung. Lass ausatmend überflüssige Spannung wieder schmelzen. Wenn du schwanger bist, geh in diese Twists immer nur so weit hinein, wie es sich gut anfühlt, wie du in jede Haltung grundsätzlich auch nur so weit reingehst, dass du noch tief atmen und dich sanft räkelnd bewegen kannst. Und dann wechsel die Seite, bring die rechte Hand zum Boden, der Ellbogen kann sich ablegen oder schweben. Wenn du magst, kannst du auch Zeige- und Mittelfinger unter der Achillessehne einhängen. Die linke Schulter kann sich auch hier nach oben und unten schaukelnd bewegen. Die linken Rippen wollen mal den Himmel anschauen. Und lehn den Kopf und die Schultern mal an einer gedachten Wand hinter dir an, deiner Vorstellung. Eine Einatmung öffnet die linke Hand noch mehr Richtung Himmel aus, atmet, lass sie sinken, komm in deine Achse zurück. Die rechte Hand greift das linke Knie, die linke kommt hinter dir zum Boden. Auch hier geh nur so weit in diesen Twist hinein, wie es sich gut anfühlt. Lass dich 3-mal ausgedehnt werden von der Einatmung. Und die Ausatmung lässt dich in diesen Twist weiter hineinschmelzen. Nach deinen 3 tiefen Atemzügen hier, komm in die Mitte zurück. Bring wieder einen Fuß locker vor den anderen, vielleicht diesmal den anderen als vorhin. Eine der nächsten Einatmungen, trägt die Arme nochmal über die Seite nach oben. Ausatmend, lass sie sinken bis aufs Herz. Wenn du magst, bring die linke Hand auf dein Brustbein und die rechte auf den unteren Bauch. Und lausch hier dem Kommen und Gehen deiner Atemzüge. Spüre, wie jede Einatmung den Abstand zwischen den Händen ein bisschen vergrößert, wie jede Einatmung dich ausdehnt, wie jede Ausatmung dich weicher werden lässt. 3 tiefe Atemzüge hier. Und dann öffne die Augen wieder, löst die Hände. Bring dein Gewicht nach vorn und auf deinem Weg mit möglichst wenig Stress für die Knie finde deine tiefe Hocke. Wenn das sich irgendwie unangenehm anfühlt in den Sprunggelenken, kannst du die Fersen auch auf einer gefalteten Decke ablegen. Und auch in der tiefen Hocke schaukel so ein bisschen nach rechts und links. Die Knie können sich weit öffnen, sodass, wenn du schwanger bist, der Bauch Platz hat. Vielleicht lehnst du mal die linke Schulter am linken Knie an, öffnest die rechte Hand mit der Einatmung, kommst ausatmend wieder in die Mitte zurück und dann andersherum. Wechsel hier ein paar Mal hin und her, atme ganz voll und tief.
Und dann bring dein Gewicht wieder in die Hände, ein bisschen mehr nach vorn. Vielleicht krabbelst du da auch ein Stückchen raus. Und eine Einatmung trägt dein Becken nach oben in eine Vorbeuge. Die Knie können gebeugt bleiben. Aus der Vorbeuge roll dich langsam auf und wenn du magst, schaukel ein bisschen währenddessen nach rechts und links mit deinem Oberkörper. Eine der nächsten Einatmungen trägt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend, lass sie an der Stirn vorbei bis aufs Herz sinken. Eine Einatmung öffnet dich wieder nach oben und ausatmend, lass die Knie weich werden und die Arme sinken. Wiederhol das in deinem Tempo, die Einatmung trägt dich nach oben, die Ausatmung lässt die Hände sinken. Die Einatmung trägt die Hände nach oben, dehnt dich aus in alle Richtungen. Und ausatmend schmelzen die Schultern und Hände. Die Einatmung trägt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend kommen die Hände vorm Herzen an. Eine Einatmung dehnt dich wieder aus Richtung Himmel und Erde. Ausatmend lass die Arme schmelzen. Eine der nächsten Einatmungen trägt die Arme noch einmal über die Seite nach oben. Ausatmend sinken sie auf dein Herz. Lass die Daumen sich ablegen auf dem Brustbein. Vielleicht spürst du auch dein Herz, wie es für dich schlägt. Und dreimal lass den Atem durch die Nase kommen, durch den geöffneten Mund wieder gehen. In deinem Tempo. Die Knie können weich werden mit der Ausatmung. Komm ganz bei dir an. Und dann mit einer der kommenden Einatmungen öffne die Augen wieder. Und dann nimm deine innere Ruhe und das Gefühl für den Atem und deinen Herzschlag mit in deinen Tag. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis bald. Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du es mit anderen Leuten teilst oder meinen Kanal abonnierst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.